Das ist wirklich sehr, sehr Im ärgerlich. Moment geht hier erstmal gar nichts, weil ich mitten auf der Du Straße. stehst. Oh, Ich sehe, mitten dass auf du der Straße stehst. stehe gerade, weil hier irgendwie. Ich sehe es, auch wenn du auf der Karte, aber ich sehe es. So, jetzt bewege ich mich. Vermutlich ist sie irgendwo gegenwand. Die Vermutung liegt nahe. Ja. Ja, Ja, da würde ich langfahren. Das ist korrekt. mal schauen, es ist dann. Hier hinten steht auch noch was. Was denn? Hier Mein stehen auch Pferd. noch. Im Übrigen, Philipp. Was ist das denn? Die Farbe ist Immer noch gelb. gelb. Das scheint nicht zu funktioniert haben, funktioniert zu Ich haben. hol. Aber da hinten ist der Stein. Hier ist der Grubber. Ne? Nein, am See ist der kleine Stein hier noch. Philipp, siehst du? Und was sind das für? Das Das ist Grubber und da hinten der der Stein hier. Die hole Tiefengruppe ich. und der richtige Steini. Ja, die hole ich alle mal jetzt gleich erstmal weg, dass die. Das mache ich auch immer. Ich Wahnsinn, liege die sowas. Zeit auch immer im Bett. Ja, natürlich, genießt es doch. Genießt es einfach. So, Dille. Und auch nun von Oh, mir, das. von meiner Seite auch bald gute Nacht. Ich werde auch bald zu meiner Schönen ins Wohnzimmer gehen. Und bitte bleibt mir alle schön gesund und munter, lieber Sicky. Genieß noch die letzten Minuten im Lurk. Das machst du ja immer. Und liebe Grüße an deine Frau und meine Kinder und alle, die du barfuß triffst. Du kennst das. Ja, einen schönen Abend, lieber Sigi. Philipp, der Klaas Orbis 900, ist das der neue Schwabe? Ich sehe den hier gerade mal. Erntemaschine senken. Erntemaschine anschalten. Also Okay. das ist ja dann der Krampe, oder? Das ist der Krampe SKS 30. Muss ich ja sagen, Ja, mach mal lieber ein bisschen überlappend. Krone Propiliner, das war ja der, wo Paletten reinkommen, oder? Ich weiß, das ist jetzt nicht. Ja, genau, das ist es gewesen. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Ja, der ist Schmuck. Komm, das sieht schon so hammergeil aus, Ja, ne? sehr. Muss mal die Maus einmal ein bisschen. Guck mal, wie schön das hier vorne aussieht mit dem Licht. Und Mickey fährt mit, guck mal. Das sieht schon nice aus, meine Herren. Ja, irre, das ist ein richtig geniales, cooles Gerät. Ist schon schön. Der Schwader ist unter dem. Okay. Ja, bleiben. Wir werden auch nicht länger wie 10, obwohl rein theoretisch müssten wir es, weil wir heute so viel Pleiten, Pech und Pannen haben. Aber es wird lustig, das heute zu schneiden, das sage ich euch jetzt schon. Was ist der Das wird da? lustig zu schneiden. Arbeitet er schneller oder was rechtfertigt den hohen Preis? Ja, auf jeden Fall ist er vorne breiter wie diese blöde Maschine, die wir da. Wenn du dich mal an die Kartoffelernte und so weiter erinnerst. Und Ja. das und die Maschine im richtigen Leben. Man muss mal sehen, die zieht erst den zupft oben das Kraut ab und zieht dann die Rübe aus dem irgendwie so. War das nicht so? Ja. Also es Ja, wird doch. erst das Kraut entfernt und dann wird die Rübe quasi da rausgezogen. Das macht normalerweise so eine Maschine. Und der So, ist nicht so schnell voll, genauso sieht's aus. jetzt kriegst du den Anhänger noch.
Ich gehe jetzt auf. Kann man das irgendwie ranzoomen? Seht ihr vorne das Gras und dann sieht er da quasi mit diesen Scheiben da die Rübe raus. Das Teil ist schon genial auf dem. Und außerdem brauchen wir den ja immer, wenn wir dann auch selber und so das alles. Ja, genau. Dann, das brauchen wir. Das ist schon. Also theoretisch bräuchte man zwei. Ja, aber das ist diesen Grimme, den gibt es in der Wirklichkeit auch. Ja, ja. Tatsächlich, ja. Den gibt es tatsächlich in der Wirklichkeit auch. Was denkst du, 4 rein? Ja, ne, bestimmt, ne? Steuerung C. Meinst du mich? 4? Ja, ne? Rasterbahn? Ja. Oder 3? Aus der da ein bisschen. Ah, 4, ne? Der ist ziemlich groß. Machen wir mal 4 Rasterbahnen. 26, so ist das nochmal. Ganz hinten. Okay, ich jag ihn gerade extrem rüber. Schaffst du es trotzdem? Schaffst du es? 4 ist, glaube ich, noch zu wenig. Okay, 4 ist noch zu wenig. So. Machen wir 5. Machen wir 5 draus. 5 müsste gehen. Was? Machen wir 5 Rasterbahnen draus. Cool. Und der Robert-Tiger gibt, den Robert-Tiger gibt es auch, ja. Ich habe das Werk gesehen, dass das die Autobahn unterwegs ist. Übrigens fand ich den Film geil, wo du das mit dem, was du den Vorspann mit dem aus dem bei dem einen Landwirtschaftsvideo, Julia, das habe ich total gefeiert. Da habe ich auch gleich Manu gezeigt. Dass du das reale, den ja, realen. Das war total cool, echt, das war cool, ja. Stell auf Wendefahrt, habe ich, danke. Ja, das fand ich voll geil, dass du das vor das Video geschnitten hast. Das habe ich so gefeiert, dass du das so vor das Video geschnitten hast. Habe ich Manu gleich gezeigt. Ja, da. Das war super. So, wo willst du den LKW hin? Stell ihn einfach irgendwo hin. Ich bin fast voll eigentlich schon. Kannst du damit daneben fahren? Nee, das wird nicht gehen, oder? Kannst du damit daneben fahren? Ja, was heißt fast voll? 57%, aber. Wo ist deine Abfahrt? Auf der linken Seite. Weiß ja, ich genau. Nicht. Warte mal, ich fahre mal das Rohr aus. Nein, behalte das da drinne. So. Rohr ausfahren. Ja, O ist Rohr ausfahren. Du hast es nicht verwenden müssen. Oh, gut. Gut, Manu, gut. Sehr schön. Ist weniger ein Rohr, ist mehr ein Ständer. Ja, das stimmt. Ah, nice. Oh, Manu. Sehr gut. Fahren wir bis zum Ende und dann kannst du ihn abstellen. Ja, aber ich bringe da noch irgendwie. Das ist das Problem, wenn ich über die Karte schieße. Das ist gerade. Schläft der Bot? Das kann sein, dass der Bot schläft. Wieso? Warum denn? Wegen dem Ständer? Wegen dem Rohr oder Stein, ja. Ich glaube, da hatten wir einige Sachen ausgemistet, die erlaubt waren. Ich glaube, es ging um Dein und so weiter. Das ist gut, dass du da wegfährst, weil ich muss jetzt hier genau. So, pass auf, ich stell den jetzt hier hin. Ja. So. Weil ich wollte mal eben die Sachen wegbringen, weil es steht ja hier echt. Was sehr viel rum, ja. Wie das mitten auf dem Feld steht. Ja, wegen Rohr und Ständer. Ich glaube, es ging wegen dein Rohr und so weiter. Hallo, Rebecca. Hallo.
Ich lass mal das Rohr jetzt draußen, oder? Muss ja mal gelüftet werden. Ja. Ja, ja. Oh, wie spät ist denn das? Oh, 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Aber guck mal, wie geil diese Ernte ist. Das fällt 26 echt, das ist rucki-zucki erledigt. Ja, das stimmt. Gibt 91.000, ne? Kannst du schon wieder ein neues Gebäude aussuchen. Ja, muss mal gucken, was wir noch saufen. Ja, Ketchup-Fabrik. Ich hätte auch einen Ernteauftrag mal Sonnenblumen annehmen können. Noch zusätzlich. Wenn du möchtest, kannst du das gerne machen. Mhm. Weil wenn wir das Sonnenblumenöl brauchen, klar. Ja, brauchen wir für die Salatbar, ne? Ich liebe den so sehr. Guck mal, wie pottendreckig der jetzt schon ist, ne? Ja, ja, gut. Ich glaube, das ist aber in Real Life auch so. Gerade bei sowas, wo du das Zeug aus der Erde rausrupfen musst. Das ist bestimmt dann Teil aus wie. So nice. So, ich habe jetzt den kleinen Steini, den packe ich jetzt erstmal ein und den werde ich jetzt verkaufen, ne? Genau. Und dann sammle ich den Rest ein und dann, warte, ich kann noch mal einen Auftrag, kann schon mal, den nehme ich schon mal an. Ich glaube 19 war das große Sonnenblumen. 19? So, was haben wir hier? 19. Schwarz ist nun mal ein Dreckmagnet. Da hast du leider recht, lieber Siki. Ja, das da hast du recht, aber alle anderen Maschinen wären auch dreckig. Aber guck mal, jetzt von Weitem sieht das Dach schwarz-weiß aus. War das Dach weiß? Ja. War das Dach weiß? Nein. Oder? Doch, das war weiß. Ehrlich? Aber ob diese Leuchten, diese Rundumleuchten, da diese Warnleuchten gehen, keine Ahnung. Gehen nicht an? Ich weiß nicht wie. Ich wüsste nicht, wie gesagt. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich da die Sachen mit ausleihen oder wie? Was brauchst du denn dafür? Also ist ein Mähdrescher und für Sonnenblumen braucht man ja vorne ein besonderes Mähwerk. Ja. Also sollte man haben, weil man dann besonders gute Ertrag hat, ne? Lass mich einfach das haben. Position 1. Warte, ich muss erstmal wenden. Wir haben ja sowieso noch keinen Mähdrescher. Wir haben ja noch dieses kleine. Wir haben ja noch das Juckelwägelchen, das wollten wir ja auch noch ändern. Ja, ne? Ja, das machen wir. Also machen wir jetzt aber Geräte ausleihen. Was, wie teuer ist denn der neue Mähdrescher? Das weiß ich nicht, aber wenn wir. Also das jetzt kaufen, das dürfte schon ein bisschen teurer werden, oder? Position 1. Ist der jetzt hier dran? So, der Steini. Nee. Funktioniert nicht. Das verkloppe ich jetzt erstmal. So. RB-Steuerkreuz hoch. Rechts. RB-Steuerkreuz hoch. Nee, da gehe ich nur weiter ran. Hier ist so schön. Hier. Den muss ich jetzt verkaufen. So schön. Nein. Geh bloß wieder auf deine Linie. Ist über der Ende-Taste. Ja, die Position 1 geht nicht tatsächlich. Ich hatte die auf XX gelegt, da klappen die immer gut. Ja, ich muss mal gucken, wo die gelegt sind bei mir. So. Oder leuchtet doch was, oder? Nee. Doch, nee. Oh? Leuchtet das oder leuchtet das nicht? Also, es könnte schon, das sieht schon so ein bisschen aus, als wenn es leuchtet, oder? Aber das ist die Sonne, die sich da, glaube ich, spiegelt, oder? Die Sonne von hinten? Hm. Nee. So, sehen wir erstmal. Ja, das ist richtig hübsch. Also, jetzt verkloppen wir erstmal den Steini. Weg. Jetzt gibt's Geld. Ja, schön nicht, ne? So, warte mal. Ist an. Okay, das ist schon an. Wir kaufen. Das sind die Sonnenstrahlen. Ja. So, Nummer 1. Jetzt.
ist laut, die Maschine, ne? Ich hab's lieber ein bisschen. Bisschen. Ich kann ja auch mal hier gucken, ne? Oh. Oh nein, oh. Bleib doch nicht stehen. Uiuiui. Uiuiui. Irgendwas leuchtet da, aber ich weiß nicht was. Wirklich ein schicki schicki. Ne Mickey. Könntest du hier eigentlich einsteigen? Ich weiß nicht, ne? Glaub schon. Denk schon. Ich komme jetzt in deine Richtung. Muss noch den Grubber. Wieso steht das eigentlich alles auf dem Feld? Weil wir da, glaube ich, arbeiten wollten. Das war eigentlich der Plan gewesen. Aber ist das denn fertig, das Feld? Nein, das ist ein Rapsfeld, was wir hinüberbringen wollten. Und das haben wir noch gar nicht? Nein, das haben wir ja letztes Mal nicht geschafft. Du hast ja die ganze Zeit immer nur so, oh, was kostet die Welt, gespielt. Ja, Hammer, diese Frau. Ich werde ins Bett gehen, ich bin schon seit 3.40 Uhr hoch. Oh, André, ja nee. Dann aber. André, ab und zu. Bis morgen früh. Schlaf gut und süße Träume dir. Genau, schnell Augen zu uns. Los geht's. Ah, ich hätte mal abladen sollen vorher. Naja, egal. Bisschen was geht noch. Ich so, fahre hier seit Stunden. Hier steht der Steini. Ja, der ist tatsächlich gelb, ne? Also nur, ja, wenn ja, man der ist gelb. Hier. Ja. So, ich bringe jetzt erstmal den Grubber weg und dann komme ich nochmal. Achso, ich wollte mal warten. Ich guck mal, ob ich bei dir einsteigen kann. Ich jetzt kannst du einmal in den LKW kommen, bitte. Das wäre ganz, ganz toll. Ja, ich bin im LKW. 97% gleich. Heuljammer. Als wenn das gleich oben rüber quillt, ne? Bin auf dem Weg. Voll. Oh, stopp. Zurück. Nein. Oh, nicht Lenky machen. Oh Gott. Der macht da solche Sachen. Oh. Ja, mach erst mal. Weil da muss man aufpassen. Ne? Der schneidet das Kraut, aber dann hast du die Dinger nicht gedingst, ne? Bin ja mal gespannt, ob der LKW das schafft, wenn der Anhänger voll ist. Andrina läuft gleich aus. Ja, das auch. Ist gleich voll. Oh, heftig, guck mal. Ich hoffe, dass die Zugkraft reicht, ne? So, jetzt bin ich erstmal. Wo muss denn das hin? Das ist eine sehr gute Frage. Warte. Der muss Feld 26. Erzeugnisse in Verkaufsstelle Nord. Verkaufsstelle Nord. Ist die denn? Verkaufsstelle Nord müsste ja hier oben sein, ne? Reinerei, Sägewerk. Verkaufsstelle Nord. Siehst du auf meinem Bildschirm? Kacke. Oben bei Feld 10, rechts daneben. Also Feld ganz, 10, ja, ganz warte, oben. Ich markiere mir das. Bei Feld 10, sagst du? Feld 10, ganz, ganz oben auf der Querstraße. Verkaufsstelle Nord. Wir sind da unten. Oh, wow. Möchtest du lieber dingsen? Nee, dann fahre ich das da hoch. Nee, mach mal. Ich fahre das schon hoch. Das dauert halt nur. Ich hab jetzt gedacht, weil das halt dann doch relativ lange dauert, bis ich zurück bin, ne? Ja. Ja, ich werde es dann ist nachher. Wirklich weit oben, also. Ich werde es dann nachher selber tatsächlich machen. Ja, das ist. Weil du, wenn du Sonnenblumen bist, du ja auch beschäftigt. Da muss man wirklich auf Sicht, glaube ich, braucht man da nochmal irgendwann, wenn wir gut, richtig gut Geld haben, nochmal so ein LKW-Ding hier. Ja. Weil er geht ja doch, also ne, das sind 54.000 Liter hier. 59.000. Wow. 59.000 Liter? 59.400. Also passen da anderthalb
anderthalb so eine Grimme rein. Wenn du so willst, ja. Ja, nicht ganz, noch nicht mal. Bei mir sind 45.000 Liter drin. Mhm. Die nächsten 5 LS-Streams, also Rübenernte. Naja, ich glaube nicht. Ich bin schnell. Nein, bis nächstes Mal habe ich meine Technik auch wieder im Griff, sodass ihr auch wieder bei Manu gucken könnt. Weil das ist schon, das war für mich immer eine Erleichterung, wenn ihr bei Manu guckt. Bitte? Was ja nur heute nicht geht, warum auch immer es nicht geht. Ich werde dahinter kommen. Ja. Ich verstehe es nur nicht. Also irgendwas ist meinem OBS kaputt gegangen. Ach, schlecht. Aber er kann nicht von alleine das Update gemacht haben, oder? Nein, nein, nein. Das Update habe ich nicht gemacht. Es kann aber auch sein, dass ich das falsche... Ich habe 2 OBS eingerichtet. Einmal fürs Aufnehmen, einmal fürs Streamen. Und es kann sein, dass ich das Aufnehmen OBS anhab. Ja, mach es noch nicht! Liebe Julia, wenn ich dir einen guten Ratschlag geben kann, mach das OBS-Update noch nicht. Warte noch ein bisschen, ich weiß nicht, 1 Woche, 2 Wochen, bis die Fixes durch sind. Krischi, schlaf gut, süße Träume dir. Nacht, Krischi. So. Wir sind ja jetzt auch dann nachher. Ein paar Minütchen machen wir noch, ne? Mhm. Aber ich würde zu gern sehen, wie du da oben hochfährst, ne? Ja, das... Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Im Moment geht hier erstmal gar nichts, weil ich mit... Du stehst! Ich sehe, ich dass du stehst. Ich bin auf der Straße stehe gerade, weil hier irgendwie... Ich sehe es, auch wenn du auf der Karte, aber ich sehe es. So, jetzt bewege ich mich. Vermutlich ist sie irgendwo gegenwand. Die Vermutung liegt nahe, ja. Ja, da würde ich langfahren, das ist korrekt. Das ist, ich fahre natürlich langsam hier hoch, ne? Das ja, ist ja, 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 ja. Deswegen, ja, das Problem ist, heute kann ich euch das nicht zeigen. Technik streikt. Ist aber nicht wirklich schlimm. Ich fahre hier jetzt mit 29. Biene hatte vorhin noch geschrieben, sie, oder war das Biene? Ich glaube Biene, sie feiert DLS-Streams. Ja. Ja. Das Gute ist tatsächlich, dass ich das dann immer nochmal auf den Kanal haue. Ja. Boah. 19 km/h, 17, 14. Oh Mann, 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 Mann. Irgendwie sieht das aus, als wenn die Linie doch die ist gerade. Oh nein, oh nein, oh nein. Brrr. Warte mal, wir machen den mal aus. Kann er auch rückwärts fahren. Weißt du was, Manu? Ja, willst du bei dir in den Traktor springen? Warum? Weil ich kann jetzt gerade nichts machen und dann könntest du schon mit der Ernte anfangen. Willst du hier hochfahren, oder? Ja, dann fahre ich den Rest da hoch. Ja, warte. Bleib ich stehen? Ja. Ich fahre hier mal etwas an den Rand. Dann springe ich jetzt da rein und fahre das dann da hoch. Warte mal, muss ich mir aber auch noch die Markierung setzen. Ach. Brauchst du nur drauf, oder der zeigt das an. Also, da ist ein Ausrufezeichen. Okay. Das ist ein Ausrufezeichen? Bei mir ja. Bei mir nicht. Hm. Echt nicht? Nö. Siehst du das? Tatsächlich. Das ist ja merkwürdig. Aber bei dir ist ein Ausrufezeichen, oder was? Ja. Ja, dann ist das richtig. Bist du raus? Ja. Gut. Okay, ich mache hier Stau. Stau auf der Autobahn. Ja. Oh, er schafft das. 25, 26, das geht. Ja, aber lahm, ne? Echt.
bisschen lahme Pille, ne? Ja. Wir müssen nur dran denken, dass wir den Stein... Hatte die falsche Karte? Achso, ich hatte die falsche Karte. Karte. Ich hätte die andere Karte nehmen sollen. Also. Mit Vollgas um die Kurve niemals, Alter. Würde ich doch niemals machen. Ist das hier die Verkaufsstelle schon? Nee. Warte. Die falsche Karte? Warum? Nee, das ist die richtige Karte. Drück mal auf 9. Das ist die richtige Karte. Oberster Reiter, ja, das ist die. Warum zeigt der dir das denn nicht an? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Muss doch mal das bei mir auch machen. Bei mir ist ein Ausrufezeichen. Und zwar, du fährst direkt drauf zu.